Mein Name ist Holger Maul. Ich bin Chefarzt der Geburtshilfe hier an der Ostdeklinik in Barmbek. Und ich bin selber nicht nur Gynäkologe und Geburtshelfer, sondern ich bin auch Still- und Laktationsberater. Und als Still- und Laktationsberater IWCLC liegt es mir sehr am Herzen, das Stillen zu fördern, das Bonding zu fördern, die Mutter-Kind-Bindung zu fördern oder noch besser, die Eltern-Kind-Bindung zu fördern. Also natürlich Vater, Mutter und Kind alle zusammen hier zu einer optimalen Bindung zu bringen. Es geht ja um viel mehr als nur die Ernährung des Kindes. Es geht um ein Gesamtkonzept der Bindungsförderung. Liebe werdende Mütter, liebe werdende Väter, wir freuen uns schon jetzt auf die Weltstillwoche. Es geht uns darum, auf die Bedeutung des Stillens hinzuweisen. Wir wollen das Stillen fördern. Wir wollen, und das sehen Sie hier auch auf den Bildern, die auf unserer Station hängen, wir wollen zeigen, dass das Stillen in den normalen Lebenssituationen möglich und erwünscht ist, dass es kein Tabu ist, dass es das Beste ist für Mutter und Kind. Das fängt natürlich schon im Kreißsaal an. Da fördern wir das Stillen durch frühes Bonding, durch frühes Anlegen und setzt sich dann hier auf der Station fort, wo es uns darum geht, sie so zu unterstützen, dass sie vieles selber tun können, dass sie das Kind gut anlegen können, dass sie keine Probleme dabei haben und dass sie möglichst lange stillen. Die Empfehlung ist, dass sie 6 Monate ausschließlich stillen, dann Beikost einführen und wenn es irgendwie geht, mindestens noch ins zweite Lebensjahr des Kindes hinein stillen, gerne auch darüber hinaus, auch wenn das Kind ansonsten normale Nahrung zu sich nimmt. Und dafür brauchen wir ja ihre aller Unterstützung, also auch die Unterstützung der werdenden Papas, die ganz wesentlich dazu beitragen, dass das funktioniert, aber auch natürlich die Unterstützung des Restes der Familie, also der Mütter und der Schwiegermütter. Und da appellieren wir an alle. Warum wollen wir, dass sie stillen? Also denken wir doch mal ganz egoistisch zunächst an die Mütter. Die Mütter profitieren davon, weil sie leichter Gewicht reduzieren, weil sie weniger Blutdruckprobleme haben, weil sie insgesamt auch was Krebsprävention anbelangt, profitieren, weniger Mammakarzinome später haben, weniger Ovarialkarzinome. Das sind alles gesicherte Daten. Und die Kinder profitieren natürlich auch. Die Kinder profitieren dadurch, dass sie weniger Adipositas entwickeln, dass sie insgesamt mit den Nährstoffen versorgt werden, die besser für die Gehirnentwicklung sind. Da profitieren die Kinder, da haben ihre Vorteile. Und es wäre schön, wenn wir sie in den Zustand versetzen würden, dass sie das, was die meisten Frauen ja wollen, nämlich ihr Kind stillen, auch in die Tat umgesetzt bekommen. Und das möglichst, auch wenn sie uns dann verlassen und in ihre häusliche Umgebung zurückkehren.